Wenn Homer und Bart es sich recht bedenken, wollen sie doch Lisa zu ihrem Geburtstag heute eine Torte schenken und wollen jetzt als leckeren süßen Sachen für Lisa eine Apfel-Vanille-Zimt-Kindergeburtstagstorte mit Schlumpffiguren machen. Bart vor Freude auf dem Tisch hier pocht, sind doch die Apfelstücke schön gekocht. Da Homer schon den Saft von den Apfelstücken abgießt und dabei sein Bier genießt, bereitet er auch gleich in aller Ruhe ein Bäckchen Vanillepudding mit Sahnegeschmack und einen halben Liter Tortenguss aus dem Saft der Apfelstücke zu. Die gekochten Apfelstücke muss man noch vorbereiten und in kleine Würfel schneiden. Man kann auch nicht verweilen, muss man doch zuerst den Vanillepudding mit Sahnegeschmack, dann die Apfelstücke und noch den Tortenguss gleichmäßig auf dem Tortenboden da verteilen. Ist das Ganze auf dem Tortenboden kalt, schlägt man dann die Sahne halt. Homer hat fast sein Ziel erreicht, wenn er dann die geschlagene Sahne auf dem Tortenguss noch streicht. Man tut es dann auch nicht bereuen, tut man noch Schokoraspel auf der Sahne streuen. Danach wird die Torte mit Sahne noch garniert und mit Schlumpffiguren halt verziert. Mit Bedacht hat Homer mit Bart für Lisa jetzt eine Apfel-Vanille-Zimt-Kindergeburtstagstorte gemacht. Und man sollte nicht vergessen, alle wollen sie jetzt die Torte essen. Wie man schon vermuten tut, schmeckt die Apfel-Vanille-Zimt-Kindergeburtstagstorte auch sehr gut. Vor allem in der Winterzeit, wenn es draußen stürmt und schneit. Alle lassen sie sich jetzt vom leckeren Geschmack der Torte nun verführen, wenn sie die Apfel-Vanille-Zimt-Kindergeburtstagstorte probieren. Wenn man da mal nicht vergisst, dass die Torte doch sehr lecker ist. Lisa freut sich zu ihrem Geburtstag über der Torte sehr und will von der Torte mehr. Zum Glück gibt ihr Homer von der Torte noch ein großes Stück. Denn Homer will die Zeit jetzt nutzen und will den Rest der Torte noch verputzen. Homer war heute sehr gut drauf und teilte die Torte in 8 gleich große Stücke auf und ist jetzt sehr benommen, wenn Marge, Lisa und Bart noch ein Stück Torte mit einer Schlumpffigur bekommen. Homer stellt nun fest, dass sich ganz schnell und einfach eine Apfel-Vanille-Zimt-Kindergeburtstagstorte machen lässt. Und solange er noch Torte hat, macht ihn auch die Torte satt.